So, herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute geht es einmal ums Thema Pfeile befiedern. Auch für diejenigen interessant, dass sie die Pfeile normal fertig zusammengebaut kaufen, weil es kann ja immer wieder passieren, dass irgendwo eine Feder verloren geht, kaputt wird etc. Ihr seht es da in diesem Fall, löst sich die Feder in der Mitte ein bisschen, da ist schon ein bisschen was weggebrochen. Von daher werden wir jetzt dann diesen Pfeil einfach neu befiedern. Also diese eine Feder werden wir ersetzen, den Rest lassen wir ein bisschen sparen. So, jetzt besteht der erste Schritt drin, dass wir mal die Feder darunter kriegen. Ich verwende dafür ein Stanley-Messer mit einer scharfen Klinge. Schneide das einmal so grob runter. Ihr seht, die war eh schlecht geklebt. Weil das wieder geschwampt hat. Wenn Sie das mit Stanley-Messer macht, schauen, dass Sie nicht mit der scharfen Seite da mit Vollgas reinfahrt, sonst zerschneidet es euch im Pfeil. Das, was dann so also draufpickt, kann man ein bisschen mit der Rückseite wegkratzen. So, wenn Sie das jetzt dann so weit bewerkstelligt habt, ist es empfehlenswert, wenn man sich irgendwie so ein Reinigungsspray nimmt, Marke beliebig, der was halt für so Reinigungs- und Dinge gut ist, Küchenrolle nehmen, den Schaft schön abwischen, sauber wischen, dass da wirklich nichts oben pickt. Beim Kleben sollten die Oberflächen natürlich idealerweise immer schmutz- und fettfrei sein. So, idealerweise habt ihr zum Befiedern ein Befiederungsgerät. Ihr seht es da schon stehen, kriegt man relativ günstig im Bogenfachhandel zum Kaufen. Ich empfehle euch wirklich, dass sich so ein Befiederungsgerät leistet. Wie gesagt, das kostet kein Haus, hat man ewig, mehr oder weniger. Und es erleichtert das Befiedern wirklich ungemein. Ja, weil ihr manchmal mal probiert habt, Federn ohne Befiederungsgerät kleben, werdet ihr wissen, dass das jetzt dann oft ein bisschen eine Spielerei ist, um es einmal so zu sagen. Von daher Befiederungsgerät empfehlenswert. Ja. Befiederungsgerät im Prinzip simpel. Ihr seht, da kann man, das hat da hinten Aufnahme, da kann man die Nocke vom Pfeil reinstecken, dann kann man das Ding drehen. Das rastet dann immer ein und dadurch kriegt man natürlich einen gleichmäßigen Abstand bei den Federn. Ja, gleichzeitig ist das fixiert und man kann dann die Feder draufkleben. So, jetzt gehört zum Befiederungsgerät natürlich auch so eine Klammer. Ihr seht, ist nichts anderes als wie ein Metallding. Innen ist eine relativ starke Feder, also eine Metallplatte eigentlich, wo man jetzt die Feder einspannen kann. Ihr seht, ich habe mir da so Markierungen gemacht, damit ich weiß, wo ich die Feder einspannen muss. Weil natürlich je nachdem, wo man die Feder einspannt, kriegt man unterschiedlichen Abstand vom Federende bis zur Nocke. Diesbezüglich vorher mal probieren, ohne Kleber und so, wo gehört die Feder hin. Vielleicht auch eine kleine Markierung machen und dann hat man das schön geklebt. Ihr seht sie aber draufgeschrieben, hinten und vorne, weil es mir in der Hitze des Gefechts schon passiert ist, dass ich die Feder dann verkehrt eingespannt habe und dann biegt die im Nachhinein natürlich auch verkehrt auf dem Pfeil, was nicht so optimal ist. Ihr seht ja, man hat da so ein Radl mit einem Gewinde, das kann man reindrehen, dann geht die Klammer ein bisschen auf, bleibt da offen, hat den Vorteil, dass man dann die Feder einfach da schön in die Klammer legen kann. Dann auch schauen, dass die Feder wirklich schön drinnen liegt. Ihr habt eh die Kante, die muss aufliegen. Dann kann man das Ganze wieder aufdrehen. Die Klammer geht wieder zu. Ja, und so schaut das dann aus. So, natürlich braucht man einen Kleber. Ihr seht,
Ich bewahre meine Kleber im Kühlschrank auf. Aktuell habe ich da so einen Loctite Superkleber. Ich kaufe immer die kleinen Tuben, die 1 Gramm Tuben, wo halt da mehrere drin sind, und bewahre die, wie gesagt, im Kühlschrank auf, da halten sie länger. Mit den kleinen 1 Gramm Tuben passiert es eigentlich nie, dass man einer eintrocknet. Ich habe da keine Präferenz bezüglich der Marke. Ihr seht, da hinten habe ich einen Uhu-Sekundenkleber. Ich kaufe halt, was ich irgendwie gerade erwische oder was im Angebot ist. Es gibt natürlich auch extra Kleber fürs Pfeile, also fürs Federnkleben, was man im Bogenfachhandel kaufen kann. Ja, aber ich kaufe immer die Superkleber, zwar die Flüssig-Superkleber, nicht die Gel-Superkleber. Wenn man lieber mit Gelkleber arbeitet, kann man natürlich auch sowas nehmen. Ja, prinzipiell eignen sich natürlich auch Kleber, die länger zum Trocknen brauchen. Hat halt den Nachteil, dass man länger warten muss, bis die Federn fest kleben. Und man braucht wirklich relativ wenig Kleber zum Federnkleben bzw. Nocken und Spitzen etc. einkleben, wenn das notwendig ist. Von daher nimm halt jeden Sekundenkleber. So, wenn sie jetzt dann die Feder entsprechend eingespannt habt, dann seid ihr da Kleber drauf. Ja. Und das genügt, ja, wenn das wirklich, ich tue mir jetzt da ein bisschen schwer, weil das ungewohnte Haltung ist. So, dann setzt du den Kleber drauf, und zwar wirklich nur so über die ganze Länge an dünnen Streifen. Da braucht es keine Unmengen von Liter drauf schmieren. Dann nehmt ihr das Ganze, ihr seht da ein Befiederungsgerät, ist so ein Magnet. Da hinten beim Anschlag anstehen lassen die Feder, also die Klemme, und ja, dann ein bisschen drauf drücken, je nach Kleber, natürlich unterschiedlich lange. Das ist ein Sekundenkleber, da geht es relativ schnell. So mit leichtem Druck drücke ich immer ein bisschen drauf, ja. Dann nach einer Zeit kann man schon locker lassen. Ich lasse das Ganze dann so, weiß ich nicht, eine Minute meistens trocknen. Je nachdem, und dann drehe ich das Ganze halt weiter und klebe die nächste Feder, beziehungsweise so wie in dem Fall, wenn ich nur eine Feder ersetze, dann ist das eh schon wieder erledigt. So, und wenn das Ganze jetzt trocken ist, dann kann man einfach diese Schraube wieder ein bisschen hineindrehen, dann geht die Klammer auf, die kann man dann abziehen und nimmt das ganze Ding und hat eine wunderschöne neue Feder auf dem Pfeil kleben. Was dann die meisten Schützen da machen, ist, dass sie da die Spitzen von den Federn mit einem Klebeband abkleben. Mache ich natürlich auch immer. Hat den Vorteil, dass bei Fehlschüssen bzw. bei Durchschüssen durchs Ziel oder durchs Netz sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Federn ablösen, weil sie eben irgendwo einfädeln vorne mit der Spitze. Das heißt, man muss weniger oft Federn nachkleben. Ja, das war es jetzt schon wieder. Wie gesagt, leistet euch so ein Befiederungsgerät. Da wird euch das Leben sehr erleichtern in Zukunft. Kauft euch ein paar Federn in Reserve und dann müsst ihr nicht immer Pfeile zusammensammeln und wieder zu irgendwem hingehen und sagen, geh, bieg mir die Federn auf, etc. Also kann man ganz leicht selber machen, ist überhaupt keine Hexerei. In diesem Sinne, alle ins Gold, alle ins Blatt, pfiat euch, macht es gut mit neuen Federn. So, schauen. Ja, zum Essen, nur da jetzt passt.